بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله سبحانه وتعالى schickte Propheten und Gesandte zu den Menschen mit frohen Botschaften. Und Allah subhanahu wa ta'ala gab diese Propheten und Gesandte Wunder mit auf den Weg, damit die Menschen wissen, dass diese Propheten und Gesandten von Allah subhanahu wa ta'ala geschickt worden sind. Diese Wunder, die diese Propheten mitbrachten, waren gleichzeitig auch eine Herausforderung für die Menschen. Deswegen war es angemessen, jeder Prophet wurde zudem mit einem Wunder geschickt, das angemessen war mit der Gesellschaft, in der er gelebt hat. Und deshalb, als Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salam, unser Prophet Musa alayhi salam, ansprach, sagte Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. Was hältst du in deiner rechten Hand, Moses? Er sagte: هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. Er sagte: Es ist mein Stock. Wenn ich laufe, stütze ich mich drauf. Und ich hole die Früchte für meine Schafe von den Bäumen runter damit. Und ich habe noch viele andere Sachen, mit denen ich mein Stock damit benutze. Allah subhanahu wa ta'ala wollte nicht wissen, was Musa alles mit seinem Stock macht. Das weiß Allah subhanahu wa ta'ala. Und als Allah subhanahu wa ta'ala ihn fragte, was hältst du in deiner rechten Hand? Allah wusste, dass Musa einen Stock hielt. Doch es sollte nur eine Einleitung sein. Eine Einleitung für dieses Wunder, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm mitgab, mit auf dem Weg. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala zu Musa: Wirf es, wirf dieses Stock, wirf es. Und Musa alayhi salam, ohne zu fragen warum, warf es. Und sein Stock verwandelte sich in eine Riesenschlange, ein Ungeheuer, wie ein Ungeheuer. Eine Schlange, das riesig war, sich hin und her wälzte und sich hin und her bewegte. Musa bekam Angst, alayhi salam. Jeder Mensch würde Angst bekommen bei so einem Anblick. Musa alayhi salam bekam Angst und rannte weg. Da sagte Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm: Nimm es und wir werden sie wieder zurückversetzen in ihrer ursprünglichen Form. Und Musa nahm es und es wurde wieder ein Stock. Und Allah subhanahu wa ta'ala gab ihm noch ein Wunder. Anschließend schickte ihn Allah subhanahu wa ta'ala zu Pharaon. Pharaon, der sich so aufhielt wie ein Gott. Und er sagte zu seinen Untertanen: Ana rabbukum al-a'la. Ich bin euer größter Gott. Als Musa zu ihm kam mit Harun, seinem Bruder, und um die Kinder Israel von ihm zu befreien, sagten sie zu ihm: Glaube an Allah und lass die Kinder Israel ziehen. Da sagte Pharaon: Hast du einen Gott außer mich?
Hast du einen anderen Gott außer mich? Da sagte Musa, Pharaon sagte, hast du einen anderen Gott außer mich? Da sagte Musa alayhi salam, mein Gott ist dein Gott und Gott aller Dinge. Mein Gott ist derjenige, der diesen Universum, die Himmel und die Erde erschaffen hat. Da sagte Pharaon zu Musa alayhi salam, er sagte zu ihm, ولئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. Er sagte zu ihm, wenn du einen anderen Gott nimmst als mich, so werde ich dich einsperren lassen. Da sagte Musa عليه السلام, أولو جئتك بنبأ عظيم, würdest du mich einsperren, auch wenn ich dir ein Wunder zeige? Da sagte Pharaon, فأتي بها إن كنت من الصادقين. Zeig es, wenn du die Wahrheit sagst. Da warf Musa seinen Stock vor Pharaon. Und es verwandelte sich in eine riesige Schlange. Da sagte Pharaon, hast du noch einen anderen Wunder? Ein anderes Wunder? Musa sagte ja. Er steckte seine Hand in sein Gewand und holte es wieder raus und seine Hand leuchtete. Leuchtete wie die Sonne. Da sagte Pharaon zu seinen engsten Leuten, zu seinen engsten Vertrauten, sagte er zu ihnen, das ist ein Zauberer, der euch aus eurem Land verbannen möchte. Was bedenkt ihr zu tun? Zum ersten Mal fragt Pharaon seine Untertanen oder seine engsten, seine engsten Leute, die ihm nahestehen, zum ersten Mal fragt er sie, was bedenkt ihr zu tun? Sie sagten, lass ihn wetteifern. Lass ihn wetteifern mit den Zauberern des Landes, um zu sehen, wer gewinnt. Und so kam es, dass alle Zauberer des Landes sich versammelt haben und alle Menschen sich versammelt haben, um zu sehen, wer gewinnt. Und Musa stellte sich ihnen. Er wusste, sie haben nur eine Zauberei. Aber das, was er hat, ist keine Zauberei. Das ist ein Wunder. Und sie warfen ihre Seile und Stöcke auf den Boden und sie fingen an, sich zu bewegen wie Schlangen. Musa bekam Angst. Da kam der Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. La takhaf, innaka anta al-a'la. Walqi ma fi yaminaka talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir, wala yuflihu sahiru haythu ata. Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu ihnen, hab keine Angst. Du bist der Größere, du bist der Gewinner. Das, was sie haben, ist nur Zauberei. Aber das, was du hast, ist ein Wunder. Und Musa warf seinen Stock. Als er seinen Stock warf, verwandelte sich sein Stock in eine riesige Schlange. Und es verschlingte all diese Schlangen von den Zauberern. Sofort wussten die Zauberer, dass das, was Musa hat, keine Zauberei ist. Denn Zauberei ist das, was sie getan haben. Aber womit Musa kam, war keine Zauberei, das war ein Wunder. Sofort knieten sie nieder vor Allah und sagten, Amanna bi Rabbil Alamin, Rabbi Musa wa Harun. Sie sagten sofort, wir glauben an Allah, den Gott von Moses und Harun. Und auch Isa alayhi salam, Isa alayhi salam, den gab Allah subhanahu wa ta'ala Wunder. Isa selbst war ein Wunder, alayhi salam. Als seine Mutter mit ihm schwanger wurde, wurde sie schwanger, ohne mit einem Mann zu schlafen. Allah subhanahu wa ta'ala hat Adam erschaffen ohne Mann und Frau. Ohne Mann und Frau. Und er schuf Isa alayhi salam ohne Mann, nur durch eine Frau.
und die restlichen Menschen erschuf er durch Männer und Frauen. Also Isa alayhi salam selbst war ein Wunder, als seine Mutter in ihren Raum, in ihren verschlossenen Raum saß und Allah diente. Stand plötzlich Jibril alayhi salam in ihr, bei ihr im Raum, in einer menschlichen Gestalt. Sie wunderte sich und hatte Angst. Da suchte sie Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Da suchte sie Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Da beruhigte Jibril alayhi salam, beruhigte sie und sagte ihr: Ich bin ein Engel Allahs, der eine frohe Botschaft für dich hat. Und du wirst einen Sohn gebären, der Isa heißen wird. Sie wunderte sich. Sie sagte: Wie soll das gehen? Ich bin nicht verheiratet. Da kam die Antwort von Allah subhanahu wa ta'ala. Da kam die Antwort von Allah subhanahu wa ta'ala, indem er sagte: Wusstest du nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er was will, nur sagt, sei, so wird es? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas will, dann wird es geschehen. Und Jibril alayhi salam hauchte ihr in ihre Ärmel und sie wurde schwanger. Und die Monate vergingen. Und ihr Bauch wurde größer und sie versteckte es unter ihrer Kleidung, bis sie an einem Tag ihren Sohn bekam und ihn gebärte. Als sie Isa auf die Welt bekam, fing sie an zu weinen. Was soll ich jetzt tun? Was soll ich meinen Stamm sagen? Ich war nicht verheiratet und habe ein Kind bekommen. Da hörte sie eine Stimme unter ihr, die zu ihr sagt: Sei nicht traurig und weine nicht. Allah subhanahu wa ta'ala wird dich nicht vergessen. Und wenn jemand mit dich anspricht, so sage: Inni nazartu lirrahmani sawman, wa lam ukallim al-yawma insiya. Solltest du jemanden sehen, der dich anspricht, so sage: Ich faste heute und werde mit niemandem reden. Dann nahm sie Isa alayhi salam auf ihre Arme und ging zu ihrem Volk. Und als sie Isa sahen, ein neugeborenes Kind, sagten sie zu ihr: Woher hast du dieses Kind? Wessen Kind ist das? Dein Vater war gottesfürchtig. Deine Mutter war gottesfürchtig. Wir kennen nur Gutes über dich. Wessen Kind ist das? Sie sagte kein Wort. Er zeigte nur auf ihn. Sie zeigte auf Isa. Da wurden sie wütend. Wie sollen wir ein neugeborenes Kind ansprechen? Wie sollen wir mit einem Kind sprechen, das gerade auf die Welt kam? Da sprach Isa alayhi salam und sagte: Inni Abdullah. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. عيسى عليه السلام seine ersten Worte, was rauskamen, als er noch ein Baby war, ein kleines Kind: Ich bin Diener Allahs. Er sagte nicht: Ich bin der Sohn Allah. Er sagte: Ich bin Diener Allahs, der mir das Buch gab und mich zu einem Propheten machte. Inni Abdullah. Auch Salih, unser Prophet Salih alayhi salam, ihn gab Allah subhanahu wa ta'ala auch Wunder. Als Allah subhanahu wa ta'ala Salih
zu den Menschen schickte, mit dem Islam, mit der Botschaft des Islams, verlangten seine, also verlangte sein Stamm und sein Volk von ihm, dass er ihnen ein Wunder gibt. Was sagten sie? Sie zeigten auf einen Felsen. Einen Felsen, das sie selbst ausgesucht haben. Und sagten zu ihm: Salih, wenn du wahrlich ein Prophet Gottes bist, dann lass aus diesem Felsen eine lebendige Kamelstute rauskommen. Aus Fleisch und Blut und nicht nur. Sie soll im 10. Monat schwanger sein. Sie wollten ein Wunder. Und Salih sagte: Wenn ich euch dieses Wunder mit Hilfe Allahs gebe, glaubt ihr an meine Botschaft? Sie sagten ja. So stand Salih auf, betete und machte Bittgebete zu Allah. Und vor ihren Augen kam aus diesem Felsen eine lebendige Kamelstute raus, das im 10. Monat schwanger war. Doch die wenigsten glaubten an Salih. Wunder hatte auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Viele Wunder hatte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Viele Wunder. Das größte Wunder, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekam, ist der Koran al-Karim. Unser Koran ist das größte Wunder, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekam. Der Koran al-Karim redet über die Vergangenheit der Menschheit, über die Gegenwart und Zukunft. Redet über wissenschaftliche Ereignisse, die die Wissenschaftler erst jetzt herausbekommen haben und herausgefunden haben. Der Koran al-Karim, im Koran al-Karim sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der Surat al-Mu'minun, er sagte: Und lädt uns wie der Mensch in der Gebärmutter seiner Mutter sich entwickelt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, dass der Mensch aus einem Samentropfen entsteht. Dieses Samentropfen entwickelt sich nach einer Zeit zu einem Bluttropfen. Dann wird es zu einem Anhängsel, anschließend wird es zum Knochen und dieses Knochen wird dann mit Fleisch umhüllt. So hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen beschrieben im Koran, Surat al-Mu'minun. In unserer Zeit haben es jetzt erst die Großgelehrten oder besser gesagt die Wissenschaftler herausgefunden, dass der Mensch tatsächlich sich so entwickelt, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt hat. Ein Wissenschaftler namens Keith Moore, amerikanischer Wissenschaftler, sein Spezialgebiet ist Embryo, Genforschung. Und er gab einen Vortrag und erwähnte in seinem Vortrag, wie der Mensch sich entwickelt in der Gebärmutter und sagte das Gleiche, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt hat. Unter den Zuschauern saß ein Großgelehrter namens Al-Zindani, der immer noch lebt in unserer Zeit. Als dieser Vortrag vorbei war, ging dieser Großgelehrte zu diesem Wissenschaftler und sagte zu ihm: Sie haben gerade so präzise beschrieben, wie der Mensch im Gebärmutter sich entwickelt. Seit wann wissen Sie das? Da sagte der Wissenschaftler: Wir wissen das seit ungefähr circa 60 Jahren. Seitdem wir diese neue Computertechnik haben, Ultraschalls haben, seit dieser Zeit wissen wir es, weil seit dieser Zeit können wir in der Gebärmutter reinschauen und es beobachten.
Da sagte der Großgelehrte zu ihm, wissen Sie, dass wir das schon seit 1400 Jahren wissen, dass der Mensch sich so entwickelt, weil Allah subhanahu wa ta'ala es im Koran erwähnt hat. Dann hat man ihn, einen Dolmetscher, gebracht und einen Koran, der ihn diese Verse übersetzt hat. Da sagte dieser Wissenschaftler, niemals, niemals kann dieses Buch von einem Menschen geschrieben sein. Dieses Buch wurde niemals von einem Menschen geschrieben. Das kann nur von einem sein, von Gott. Weil hätte man mir vor 100 Jahren noch gesagt, der Mensch entwickelt sich auf diese Art und Weise, hätte ich noch so gemacht. Wir wissen es seit 60 Jahren. Ein anderer Großgelehrter, der sich mit Wissenschaft im Koran beschäftigt, er erzählte uns, dass dieser Mann, dieser Keith Moore, dann später den Islam annahm. Wallahi alhamd. Wissenschaft, die die Menschen erst jetzt herausgefunden haben, berichtete Allah subhanahu wa ta'ala in vielen Situationen im Koran, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns auch erwähnt hat im Koran, dass eine Grenze gibt zwischen die Meere. Wenn sich Süßwasser mit Salzwasser trifft, wie die Ozeane sich treffen, vermischen sie sich nicht. Da entsteht eine Grenze. Und diese Grenze erwähnte Allah subhanahu wa ta'ala vor 1400 Jahren. Das hat man in unserer Zeit zufällig rausgefunden. Und die Meeresforscher haben in unserer Zeit rausgefunden, dass unter die Wellen noch andere Wellen gibt, unter die oberen Wellen im Meer. Die unteren Wellen siehst du nicht, nur mit bestimmten Geräten. Das erwähnte uns Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim. Auch Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte uns im Koran al-Karim, dass der Mond in zwei Teile gespalten war. Auch wenn die Wissenschaftler heutzutage sagen, der Mond war nicht gespalten, sage ich, das glaube ich euch nicht. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt im Koran, dass der Mond gespalten war. Bringt mir einen Beweis, dass der Mond nicht gespalten war. Das können sie wallahi nicht. Im Gegenteil, es gibt Beweise dafür, dass der Mond gespalten war. Diese Mondspaltung, sie basierte zu den Zeiten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Mekka die Araber aufruf, an Allah zu glauben, sagten sie zu ihm, gib uns ein Wunder. Du bist ein Prophet Gottes, so gib uns ein Wunder, damit wir daran glauben, dass du Prophet Gottes bist. Sie sagten zu ihm, spalte uns diesen Mond in zwei Teile. Er sagte, alayhi salam, sollte ich diesen Mond mit Hilfe Allahs spalten können, glaubt ihr an meine Botschaft? Sie sagten ja. So stand der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf und machte Bittgebete und bat Allah darum, ihnen den Mond zu spalten. Und Allah subhanahu wa ta'ala spaltete ihnen den Mond in zwei Teilen. Eins links und eins rechts. Da sagten sie, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns verzaubert. Am nächsten Tag, als eine Karawane nach Mekka ankam, die nachts unterwegs war, fragten sie diese Männer. Sie fragten sie, habt ihr gestern in der Nacht den Mond in zwei Teile gesehen? Sie sagten ja. Dann sagten sie, Muhammad hat alle Menschen verzaubert. Allah subhanahu wa ta'ala, diese Mondspaltung erwähnte Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. Deshalb haben die Wissenschaftler auch niemals, und sie werden es auch niemals haben, einen Gegenbeweis, dass der Mond nicht gespalten ist. Er ist gespaltet worden. Wunder zu Zeiten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gab es viele. Sogar als er Kind war, begleiteten ihn die Wunder Allahs. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Jahre alt war, er auf einer Geschäftsreise mit seinen Onkeln unterwegs war nach Syrien, kamen sie an einen Ort vorbei, an dem es eine Kirche und einen Priester gab. Als sie dort ankamen, ging der Priester zu ihnen
und begrüßte sie, dann nahm er die Hand des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte, dieser Junge wird der Herr der Welt sein. Er wird die Barmherzigkeit Allahs sein auf Erden. Die Araber fragten ihn, sie sagten, woher weißt du das? Er sagte, als ihr an uns vorbeikamet oder gekommen seid, gab es keinen Baum und keinen Stein, das sich nicht vor ihn niedergekniet hat. Und das machen sie nur vor Propheten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bevor er Prophet wurde, sagte er, ich kenne einen Stein, das mich immer begrüßt hat, wenn ich vorbeilief. Dieser Stein sagte immer, Assalamu alaikum, ya Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Die Großgelehrten sagten, dieser Stein ist der schwarze Stein gewesen. Er sagte, der Prophet alaihi salam sagte, dieser Stein, den ich weiß, wo er steht und wo er ist. Und einmal der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er mit den Sahaba in einer Schlacht war, kamen sie zum Propheten alaihi salam und sagten, und sie beklagten sich. Sie sagten, o Gesandter Allahs, wir haben kein Wasser mehr, weder für den Wudu noch fürs Trinken. Und der Prophet a.s. saß und vor ihm war eine kleine Kanne mit Wasser drin. Da sagten sie, wir haben kein Wasser außer das, was vor dir ist. Da legte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Hand in diese Kanne und es fing an zu brodeln. Und die Sahaba kamen in Scharenweise und machten, jeder machte seinen Wudu und trank aus diesem Wasser. Als dann der eine Weggefährte gefragt wurde, wie viele wart ihr? Er sagte, wären wir 100.000, hätte das Wasser ausgereicht. Wir waren 1.500 Mann. 1.500 Mann haben von einer kleinen Kanne ihren Wudu gemacht und daraus getrunken, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses Wunder bekam. Einmal saß der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam traurig. Er war traurig, weil die Mekkaner ihm Leid zugefügt haben. Und da kam Jibril alaihi salam zu ihm und sagte zu ihm, o Muhammad, soll ich dir ein Wunder zeigen? Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ja. Dann guckte er hinter sich und sah einen Baum. Da sagte Jibril zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruf es. Und er rief es. Und dieser Baum kam, bis es sich dem vor dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestellt hat. Dann sagte er zu ihm, Jibril sagte zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie viel ist es, dass es wieder zurückgeht? Er sagte zu diesem Baum, geh zurück. Und es ging wieder zurück. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, hasbi, hasbi, es reicht, es reicht. Viele Wunder hatte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Einmal eine Jüdin schenkte dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Schaf, das sie geschlachtet hat und gegrillt hat. Und sie sagte, was liebt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am meisten? Sie sagten ihr, am meisten liebt der Prophet sallam die Schulter. Da vergiftete sie diesen Schaf und am meisten machte sie das Gift in der Schulter rein. Und bevor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam essen wollte, sprach diese gegrillte Schaf und berichtete dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass es vergiftet wurde. Bevor er es aß, ein Sahabe war aber zu schnell, er hatte zu schnell gegessen. Er starb sofort noch am gleichen Ort. Viele Wunder hatte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Einmal kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er sah ein Kamel. Er sah ein Kamel und dieses Kamel fing an zu weinen vor den Händen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam streichte es
auf den Rücken und auf den Kopf. Dann fragte der Gesandte Allahs a.s. Wer ist der Besitzer dieses Kamels? Da sagte einer, ich, o Gesandte Allahs. Da sagte der Gesandte Allahs a.s. Dein Kamel hat sich gerade beklagt bei mir. Du gibst es zu wenig zu essen und lässt es lange und viel arbeiten. Sei barmherzig mit deinem Kamel. Viele Wunder. Wallahi, wir können stundenlang reden über die Wunder des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und einmal, als er alaihi salam im Sterbebett lag, kam Fatima, seine Tochter, und sie fing an zu weinen. Ihr Vater lag im Sterben. Da sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihr, du bist die Nächste von meinen Verwandten, die nach mir stirbt. Da lachte sie. Und tatsächlich starb sie 6 Monate später nach dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und einmal stand der Prophet alaihi salam auf dem Berg Uhud. Und jeder, der in Mekka war und in Medina, kennt den Berg Uhud. Und da bebte dieser Berg. Und der Prophet a.s. stand mit Abu Bakr, Umar und Osman auf diesem Berg. Und da sagte der Prophet a.s. Uhud, sei still, denn auf dich steht ein Prophet, ein wahrhaft Liebender und 2 Märtyrer. Und tatsächlich, Umar und Osman wurden als Märtyrer umgebracht. Oder sie starben als Märtyrer. Das wusste der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vieles können wir über den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam reden, für die Wunder, die er bekam. Aber eine Frage stellt sich: Kann es passieren, dass normale Menschen auch diese ungewöhnlichen Angelegenheiten oder Ereignisse passieren? Propheten bekommen Wunder, das ist von Allah. Aber die normalen Menschen, passiert ihnen ungewöhnliche Sachen, die kann auch vieles Ungewöhnliches passieren, unter einer Bedingung, dass du gottesfürchtig bist. Wenn du gottesfürchtig bist, kann dir vieles durch Allah passieren. Einmal 2 Weggefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie blieben bis spät in die Nacht bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann gingen sie nach Hause. Und einer hatte einen Stock. Da leuchtete dieser Stock ihnen den Weg, bis beide zu Hause ankamen. Und Safina, ein Weggefährte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war auf einem kleinen Boot auf dem Meer und es brach zusammen. Er hielt sich an einer Holzplatte fest, bis er an Land kam. Dann betrat er einen Wald. Und plötzlich stand vor ihm ein hungriger Löwe. Da sagte Safina zu ihm, ich bin Safina, ich bin der Freund des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da knurrte dieser Löwe und er meinte, dann fängt er an, mich mit seiner Schulter zu schubsen. Der Löwe schubste diesen Mann mit seiner Schulter, bis er an den Weg ankam, der ihn nach Hause führt. Anschließend knurrte er ihn an. Er sagte, dann wusste ich, er hat sich von mir gerade verabschiedet. Anschließend ging ich. Wenn du, deswegen sagte Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, Imam al-Shafi'i sagte, wenn du einen Mann fliegen siehst oder auf Wasser laufen siehst, dann sollst du sein Leben mit dem Leben des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vergleichen. Wenn dieser Mann nach der Kitab und Sunna so lebt, wie der Prophet a.s. lebt, dann ist es von Allah subhanahu wa ta'ala. Das, was ihm passiert, ist von Allah. Aber wenn dieser Mensch nicht nach Kitab und Sunna lebt, dann ist es vom Shaitan. Weil die Shayatin, die Satane, die Menschen auch in die Luft tragen können, ohne dass wir sie sehen. Deswegen diese Zauberer, die wir in den Medien sehen, wenn sie in die Luft fliegen, ohne einen Seil. Sie fliegen tatsächlich ohne einen Seil. Aber wer trägt sie? Die Shayatin tragen sie. Die Satane tragen sie.
Wir sehen die Satane nicht, aber sie sehen uns. Das hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt, dass wir sie nicht sehen. Sie tragen sie. Wallahi, ich wette mit euch, jeder Muslim hat die Möglichkeit, sie runterfallen zu lassen. Wie? Wenn du neben solche Leute stehst, die in der Luft fliegen und sie beten und fasten nicht, sind nicht mal Muslime, dann mach nur den Azan. Mach Azan. Wenn du den Azan machst, hauen die Schayatine ab und lassen ihn fallen. Aber wenn das ein gottesfürchtiger Mensch ist, dann ist es von Allah. Dann läuft er auf Wasser von Allah. Dann fliegt er in die Luft von Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu Gottesfürchtigen machen. Das Maghrib-Gebet ist schon, Al-Azan ist schon durch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns erbarmen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum astaghfirullah wa astaghfirullah.